Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Band 2 der Reihe von Benjamin Krauss, und zwar Küstenstrich. Sie handelt vom Protagonisten Nicolas Guillain. Ich kann leider kein Französisch, aber so oder so ähnlich wird er ausgesprochen. Ich habe letztens mal Band 1 gelesen, auf dem Tablet will ich immer sagen, ist aber falsch, auf dem E-Reader. Und fand das gut. Es war ein guter Sommerkrimi und ja, es ist fast wieder Sommer. Temperaturen teilweise sind schon sommerlich. Da dachte ich mir, Band 2. Und was soll ich sagen? Der erste war gut und den zweiten fand ich noch ein bisschen besser. Also dem ersten habe ich 3 Sterne gegeben und der hier hat auf Goodreads ganz 4 Sterne bekommen, weil finde, dass er eben noch ein Ticken besser war als der erste. Aber fangen wir einfach mal an. Worum geht's denn eigentlich? Also unsere Hauptfigur in den Büchern ist, wie gesagt, Nicolas Guillain. Und der ist eigentlich gar kein Ermittler oder Kommissar oder so, sondern eben Personenschützer. Und im Auftrag der französischen Regierung. Es geht da um Staatspräsidenten und ranghohe Minister, die alle so ein bisschen Ähnlichkeit mit der echten Welt haben, aber eigentlich fiktiv sind. Und Nicolas Guillain ist eben Personenschützer in einer Einheit, die dem Ministerium untersteht. Im ersten Teil hat ihn sozusagen das Schicksal schon in die Normandie geführt, wo er eigentlich herkommt, für einen Auftrag. Und im zweiten Teil ist es, weil das auch die Normandie-Krimireihe ist, eben wieder so, dass es um diese Region in Frankreich geht. Ich lese ja auch ganz gerne die Bretagne-Krimis von Jean-Luc Bandalet, also auch ein Pseudonym. Und das hier ist so ähnlich, halt nur in der Normandie und nicht mit einem alten, etwas eigenartigen, aber coolen Kommissar, sondern eben mit einem jungen, einigermaßen agilen Personenschützer, der so ein bisschen in die Polizeiarbeit hineingezogen wird, sage ich jetzt mal, durch verschiedene Umstände. Und in diesem Fall ist es so, dass ein Comte, das ist eine Art Adelstitel in der Normandie, ist sehr gut befreundet mit dem französischen Staatspräsidenten und Außenminister. Und verkehrt eben in diesen Kreisen als Spender, also als Parteispender dann. Hier sind immer auch Wahlkämpfe in diesen Büchern. Nicht aktiv, sondern sozusagen die irgendetwas begründen. Also Wahlkampfveranstaltungen für Personenschützer sind ja natürlich mehr, wenn bald Wahlkampf ist. Deswegen ist in diesen Büchern gefühlt immer Wahlkampf oder es ist so, dass die Politiker immer auf den Wahlkampf blicken. Aber die Politiker stehen insofern als gar nicht so im Fokus, als das eigentlich der Comte in diesem Fall im Fokus steht, Aristide de Tancarville oder so, ich kann leider keinen aussprechen. Und er kriegt Morddrohungen und wir erfahren ganz am Anfang des Buches in einer Rückblende, dass nahe Calais ein Flüchtlingslager geräumt wurde von eben dem, der jetzt Präsident ist. Und das verknüpft sich so ein bisschen mit dem aktuellen Fall. Denn man denkt, dass die Flüchtlinge den adeligen Comte bedrohen. Ich will auch nicht zu viel verraten. Aber Guillain wird eben abgestellt, um diesen Comte zu sichern. Da gibt es nämlich eine Spendengala und zu dieser kommen auch die ganzen Minister und alle ranghohen Tiere. Und dort wird eben dem Comte der Tod angedroht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist ein sehr, sehr spannender und guter Krimi und verschiedene Charaktere aus dem ersten Teil, wie zum Beispiel die Praktikantin Claire, tauchen auch wieder auf, also Praktikantin bei der Polizeischule. Und es ist sehr rasant und es geht einerseits um den Fall mit dem Comte und der Bedrohung, andererseits geht es aber auch nach wie vor darum, dass natürlich Nicolas Guillain einen innerlichen Kampf mit sich hat. Er ist eigentlich Personenschützer, ist, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gelesen habt, sollte das jetzt
überspringen, bis ich die Hand hebe. Wegen Spoiler. Also einfach mal unten im Video weiter scrollen. Deswegen, das, was ich jetzt sage, ist ein Spoiler. Und zwar hat er im ersten Teil ja seine Schutzperson sozusagen mehr oder weniger seinen Auftrag verkackt und ist deswegen aus dem Dienst entlassen worden. Und er ist aktuell bei einem Psychiater im zweiten Teil. Und der Auftrag in der Normandie ist seine erste Bewährungsprobe, quasi, ob er wieder in den aktiven Sicherheitspersonenschutzdienst eintreten kann. Deswegen ist dieser Auftrag sehr wichtig für ihn. Gleichzeitig spielt aber auch noch Julie und die Storyline um sie einen sehr großen Teil, denn das ist die Freundin von Gola, die im ersten Teil spurlos verschwunden ist. Und ja, die ist in diesem Buch auch wieder präsent. Es geht wieder um das Theater, wo sie verschwunden ist. Es geht wieder um seinen Kampf, seine Geduld, sein Warten, seine innerliche Zerrissenheit. Und all das fügt diesem eigentlich geradlinigen Krimi dann noch so die gewisse Prise an extra Spannung, extra Plotlines zu. Und ganz am Ende erfahren wir dann den ersten Hinweis, was mit Julie sein könnte. Denn im Laufe des Buches ergeben sich eben neue Hinweise. Und es scheint so, als hätte er am Ende, ich will es jetzt nicht komplett verraten, wäre er ein gehöriges Stück näher an den Hintergründen und an der Geschichte, wie er und ob er sie wieder findet. So, jetzt habe ich aber die Hand, denn der Spoiler von den ersten Teilen ist vorbei. Also wenn ihr den ersten Teil noch nicht gelesen habt, macht es unbedingt. Er ist aber jetzt nicht so super wichtig für diesen Teil hier. Der normale Krimi ist kein Thema. Die hinteren Storylines, die sind dann so ein bisschen vielleicht schwieriger, aber das ist ja eigentlich in jeder Krimireihe so. Deswegen, also wer jetzt sagt, man kauft direkt den zweiten und nicht den ersten, geht auch natürlich. Ich bin aber jemand, der eher Reihen von Vorne nach hinten durchliest und nicht großartig mittendrin einsteigt, wenn er das vorher absehen kann. Und wenn man das halt vorher schon weiß und nicht irgendwie auf einmal ein Buch findet und anfängt zu lesen und dann mitten in Teil 7 von einer x-teiligen Reihe stolpert. Ja, was dieses Buch wieder so gut macht, ist auch wieder dieser Lokalkolorit. Also man verbindet alles, man hat ein Krimi, man hat Backstory-Lines und eben auch so ein bisschen Urlaubsfeeling, wobei der Fall hier ein bisschen weniger Urlaubsfeeling verspricht als der erste, weil hier geht es dann doch, ist ein sehr brutaler Fall, möchte ich mal sagen. Deswegen etwas weniger Urlaubsfeeling als im ersten, aber dennoch ein sehr, sehr guter Krimi. Und ob ich jetzt direkt den dritten lese, muss ich mal schauen. Aber ich habe auf jeden Fall den dritten Teil der Reihe auf der Liste. Und wenn die mir irgendwann mal bestellen, aktuell gibt es glaube ich 5 oder 6, wenn ich mich nicht irre. Genau. Aber ich denke, das war's. Wie gesagt, ein sehr guter Krimi mit verschiedenen Storylines und einem sympathisch zerstreuten Hauptcharakter, sage ich jetzt mal. Und ich werde die Reihe weiterhin verfolgen. Nicht alle am Stück durchlesen, aber mal so nach und nach. Das ist immer wieder schön, wenn man so alte Geschichten immer wieder eintaucht, ne? Und sozusagen alte, bekannte Charaktere wieder trifft, zumindest beim Lesen. Also nicht in echt, sondern halt im Buch. Und in diesem Sinne, freue mich auf den dritten. Und kann so als gute Sommerlektüre mit ein bisschen Spannung kann ich das jedem nur ans Herz legen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.